Hallo, liebe Deutschlernende. Heute möchte ich mit euch über die dunkle Seite ständiger Positivität reden. Was meine ich damit? Die dunkle Seite ständiger Positivität. Nun, ich bin ein Mensch, der sehr positiv ist und sehr optimistisch. Und ich möchte möglichst viele Leute dazu inspirieren, auch positiv zu sein und optimistisch. Aber es gibt auch immer eine Kehrseite zu allem. Ja? Und es gibt bestimmte Leute, die sind so positiv, dass sie nicht negativ sein können. Ja? Also, was meine ich damit? Ich meine damit Leute, die zum Beispiel Scheuklappen sich aufsetzen. Ja? Das sagt man so im Deutschen. Ja? Ein Pferd hat Scheuklappen, ja? Damit es nicht links und rechts sehen kann. Und manchmal ist es hilfreich, wenn man ganz fokussiert ist und erstmal alle anderen Informationen ignoriert. Aber auf die Dauer kann es sein, dass man zu viele Informationen ausblendet. Natürlich ist es gut, positiv zu denken und natürlich ist es gut, lange Zeit positive Nachrichten zu hören, ja, oder ausschließlich positive Nachrichten zu hören und negative Nachrichten zu vermeiden, aber langfristig möchte man ja die Realität sehen, ja? Und deswegen denke ich, dass ständige Positivität, ja, weil man die ganze Zeit so, das ist toll, yes, positiv denken, ja, auf die Dauer kann es sein, dass man dann bestimmte Dinge ignoriert oder schlechte Dinge nicht sieht. Und ich denke, wir sollten schlechte Dinge sehen können, um etwas unternehmen zu können, um etwas verändern zu können. Deswegen meine ich, ständige Positivität hat auch eine Kehrseite, eine dunkle Kehrseite. Aber ich meine, ich denke, die meisten Menschen werden nie so sein und ich möchte Leute inspirieren, ich möchte Leute ermuntern, möglichst positiv zu denken, ja? Weil die meisten Leute nicht positiv genug denken oder nicht optimistisch genug denken und der Meinung sind, sie könnten bestimmte Dinge nicht tun oder sie könnten bestimmte Dinge nicht schaffen. Deshalb denke ich, dass die Gefahr, zu positiv zu denken, bei vielen Leuten nicht groß ist. Aber ich wollte diesen Gedanken einmal ansprechen, dass es auch Leute gibt, die zu positiv sind. Ja? Das passiert zum Beispiel bei Kults, bei Organisationen, die ein Kult sind. Ja? Die bombardieren einen mit, man nennt das im Englischen Love Bomb, ja? Sie bombardieren einen praktisch mit Positivität, mit Liebe. Ja? Oh, alles ist super, alles ist toll und so weiter. Und das kann sehr verführerisch sein. Ja? Das kann sehr verführerisch sein, weil die Menschen dann nicht mehr kritisch denken. Und ich denke, es ist aber wichtig, dass man kritisch denkt. Und man sollte vorsichtig sein und man sollte kritisch sein, wenn man wenn man ganz viele neue Freunde gewinnt und die sind alle sehr positiv und sehr, so eine Art Fake-Positivität. Ja? Ich habe nichts mit wirklicher Positivität und vielleicht hast du das Glück, richtig positive Freunde zu finden und die sind alle sehr positiv und das ist gut. Aber man muss wirklich klar unterscheiden zwischen echter Positivität und
gespielte Positivität. Okay? Ich hoffe, dies ergibt Sinn. Ich hoffe, ich konnte meine Botschaft gut vermitteln, was ich meine. Ja, denn das ist ein wirklich sehr feiner Unterschied. Es ist ein sehr feiner Unterschied. Und ich möchte nicht missverstanden werden, dass manche Leute denken, ich wäre dagegen, gegen Optimismus oder gegen positives Denken. Ich möchte nur sagen, dass das gut ist und das wichtig ist, aber kritisches Denken und ab und zu zweifeln ist auch wichtig. Okay? Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich bin gespannt, was du denkst. Ich freue mich wie immer auf deinen Kommentar und wir sehen uns morgen. Tschüss!